Na, wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht dürfen wir euch um Rat fragen. Bitte tut das, Madame. Denn ich würde euch nur zu gerne helfen. Das gefällt ihm klar, das gefällt ihm klar. Das Erste, was wegrennt. 100%, 100%. Oder was aufpressen wird. Könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Der ist schon eingeschlafen. Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht enden wollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch, er hält uns hier gefangen. Könnt mir echt gut vorstellen, dass da aber jetzt wirklich eingeschlafen ist, ganz kurz so. Ja, 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 ich bin eh noch da, bin eh noch da. Keine Schläge, Schatzi, keine Schläge. Ah, das kenne ich zu gut. Was wusste Charles über ihn? Was hat er herausgefunden? Tragischerweise konnte ich seine Ermittlungen noch nicht mit ihm besprechen. Und sein Tod verwehrt mir jetzt diese Möglichkeit. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Natürlich für Charles, ja. Ja. saftige Beute und Stamper. Danke. Wir haben oh, shit. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, dass für euch das alte Schulhaus vorbereitet wird. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Na, ich bin gespannt. Na, ich bin gespannt, es kann wieder was werden. Aber, wenn ich schon da drin bin, gleich mal ein bisschen zapzerab. Okay, an gewisse Orte werden wir wahrscheinlich noch nicht reinkommen dürfen, aber es gibt ja anscheinend in der Stadt sehr, sehr viele Geheimnisse. Sehr, sehr viele Geheimnisse. Interessant. Sehr, 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 sehr interessant. Also komisch. Sehr viele Geheimnisse. Wo ist der Haar? Achso, der Haar ist schon wieder eingeschlafen. Ist schon wieder aufgewacht. Wahrscheinlich nur durch meine Lache und alles drum und dran. Aber sonst ist die ganze Zeit nur am Schnorren, der Haar. Die ganze Zeit. Hinweis vom Gasthof. In der letzten Bürgerversammlung ließ ich hier mit die King Taverne und gebe den Stadträten den Schlüssel bei der Flucht gebannt. Okay. Kapiertchen, oder mein Bierchen, Junge, so klein. So klein, ich bin überhaupt nicht süchtig nach Alkohol, aber ein bisschen. Kann man ja mal gönnen, hätte ich gesagt gehabt. Ein Pizzale halt zumindest. Ein Pizzale halt. Können wir mit ihm reden? Es wäre aber auch halt so interessant, so wie ist deine Meinung oder was sagst du mal jedenfalls zumindest. Irgendwas in der Richtung. Verdammt, Schatz. Würde ich schon irgendwie geil finden. Diese verfluchten Meeresstürmer. Wären wir nur früher hier gewesen. Ja, ich weiß. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Das ist das. Ich will jetzt nicht sagen, Leute, das sind Vollidioten oder irgendwas, würde ich jetzt nicht behaupten, aber die haben ehrlich gesagt wahrscheinlich einfach viel zu wenig Ahnung für die ganze Scheiße da, was da abgeht. Und der Red. Der ist Red? Fällt mir jetzt gerade auf. Rot? Kommt rein. Ist der jetzt Pokémon-Trainer? Digga! Red ist Erwachsener! Steppert! Sagt sie, ja, das ist ein Macher! Statt Pokémon zu da jetzt Flüge austreiben! Alles klar, weiß hat sie das gebracht, Alter! Nach der Liga! Ich schlief kaum aus, nicht schlecht! Ich nicht kommen. Ich bin ratlos. Würde Gott mir überhaupt erlauben, euch in diese dunklen Zeiten hineinzuziehen? Er
Schwester. Jetzt bist du nicht mehr allein. Wir sind hier. Es tut mir so leid, dass wir nicht rechtzeitig da waren. Wirklich. Ich weiß. Charles hat es immer wieder gesagt. Hab Vertrauen. Sie werden kommen. Hätte er nur selbst an seinem Glauben festgehalten. Sie werden kommen, weil das setzt sich aber ein bisschen anders da. Zu viele Horrorfilme gesehen. Ein weiteres Opfer des Fluchs von New Eden. Ihr wisst, wie er ist. War ruhelos, ungeduldig. Zwar hatte er euch, seine Freunde, nicht aufgegeben, aber er konnte nicht mehr warten. Ich glaube, er hat versucht, den Fluch aufzuheben. Auch ich habe Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Und einen Ehemann habe ich auch nicht mehr. Aber, liebes Entwicklerteam, vielen, vielen Dank. Das ist der beste Beweis. Starfield, wie man sowas richtig macht, wie man richtig Fragen stellt, indem du einfach da depperte Markierung daher setzt. Oder wie bei Cyberpunk, zwei verschiedene Farben. Digga, einmal Frage und einmal echte Antwort, die was dann quasi weitergeht mit der Story. Aber ja, passt schon. Danke, Starfield. Danke für sowas. Ja. Wie sah euer Leben denn früher aus? Ihr wisst schon, vor all dem hier. Vor dem Fluch? Es war eine geschäftige und aufregende Zeit. Charles hat sich intensiv mit der Gemeinde hier beschäftigt. Er war überall dabei. Die Leute haben sich auf ihn verlassen. Sicherlich ist das jetzt jemand anderes. Aber es wird nicht dasselbe sein. Was könnt ihr mir über den geschätzten Gouverneur Haskell erzählen? Fairfax Haskell ist sehr belesen und gebildet. Aber manchmal ist er furchtbar steif. Er interessiert sich wie Charles für das Unbekannte. Aber seine Leidenschaft scheint weniger von praktischer Natur. Er ist ein Akademiker. Dennoch. Gut zu wissen, dass unser Gönner unsere Arbeit zu würdigen weiß. Der wir Gönner. was war da nochmal mit der Gönnerin? Ich finde das Verhalten von Thick Skin News. Da war ja was. Aber sie hat ein gutes Herz. Und wie man hört, ist sie eine gute Jägerin. Captain Pennington hat einen guten Ruf als Soldat. Er hat eine ironische Art an sich, aber ich vermute, dass er hinter all dem nur traurig ist. Charles dachte das auch. Es gibt Wunden unter Saul Penningtons Rüstung, sagte er, die die Zeit und Gott noch nicht geheilt haben. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Herr, erlöse mich, denn ich ertrage das nicht. Ich kann es nicht ertragen und Charles hat es nicht verdient. Irgendetwas, Esther. Bitte. Ich habe die Anwesenheit von Charles im Haus gespürt. Sein Geist verweilt dort. Er braucht Hilfe. Wenn er hier ist, gebe ich erst dann Ruhe, wenn er auch seine hat. Versprochen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir fangen mit dem Haus an. Charles' Papiere befinden sich in seinem Büro. Nehmt euch, was ihr braucht. Danke, Esther. Wir sehen uns mal um, wenn das in Ordnung ist. Vielleicht finden wir was. Vielleicht ein angeschissenes Unterhöschen. Bleib hier. Wir finden den Weg. Also ich bin definitiv mal dafür, wenn wir vielleicht ein Unterhöschen finden. Was vielleicht zufälligerweise einen interessanten Strich hat. Bräunliche Art und Weise. Lieber hierbleiben? Das wäre doch viel bequemer. Das ist sehr freundlich, aber wir haben einen langen Tag vor uns. Wir wollen nicht zur Last fallen. Ich habe nicht viel. Finde ich aber geil, dass du so quasi so Punkte aneinander führen kannst und alles drum und dran. Finde ich schon mal geil. Finde ich schon mal definitiv geil. Ich gehe mal so ein bisschen so alles durch, was der. Dieses Geschirr war Zeuge manch eines Dinners mit Charles, das zum Vortrag wurde. Ich vermisse ihn so sehr. Das tun wir auch, Esther. Das war ein Tipp für den Fall, gell? So.
Okay, schottische Melodie. Man kann ja nicht wissen, also wenn der quasi auf Sherlock macht, der Haverer, dann sollte man sich auch wirklich alles angeschaut haben. Ganz genau, etc. Aber man kann eine Pianistin nicht von ihren geliebten Tasten trennen. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen Zapzerab. Das wäre auch leimend. Ein bisschen Zapzerab wäre auch super. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen. Die St. Paul-Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Charles wollte hier in New Eden unbedingt seine Forschung fortsetzen. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Die was bindet? Waren noch andere Besucher? Die meisten trauen sich nicht aus ihren Häusern. Wir gehen da durch? Obwohl Mr. Bachelor mich besucht hat. Das war sehr nett von ihm. Wir gehen da draußen spazieren. Hallo? Hallo? Oder? Geht auf und da draußen spazieren, oder ist schon der eine? Ist schon auch nicht auf und seine Hitten eine. Au, Essen? Nimm. Der ist von Charles. Als hätte er sie nie verlassen. Ich kann mir schon relativ gut vorstellen, dass vielleicht irgendwas einfach da gelassen worden ist, als fetter Hinweis oder irgendwas. Oder du musst halt quasi mehrere Sachen aneinander reihen. Das könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Aber es ist halt eher die Frage, will das Spiel überhaupt so komplex werden oder nicht? Das ist halt wieder die große Frage. Nach so einer langen Reise. Aber ich habe nur gesehen gehabt, wir können speichern dementsprechend. Ab und zu halt mal wieder den ein oder anderen speichernden Hasen rauslassen. Ist, glaube ich, definitiv gar nicht mehr so schlecht. Ich dachte, wir wollten morgen zusammen essen. Charles ist immer noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da. Als grässliche Gestalt. Das muss unten. Immer wieder Zapzerab. Oh, woher kommen die Albträume? Das ist schon mal ein guter Hinweis. Erträglich sein. Also das muss schon mal definitiv sehr, sehr wichtig sein. Brosche. Was halt nicht. Brosche immer getragen. Okay. Seine Sachen sind unangetastet. Nichts wurde bewegt. Ich wollte gerade sagen, wie wichtig ist ihm diese Brosche? Sicher, Charles. Du hast wohl nicht nur für den Transport des Klaviers viel Geld bezahlt. Brosche, ganz, ganz wichtig, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ich tue da alles, Stirl. Ich nehme alles mit. ich nehme da wirklich alles, Alter. Wenn nicht, dann haben wir vielleicht sogar einen Klick und haben sogar ein neues Rezept oder weißt so. Man kann ja nicht wissen. Bücher diskutierten, die wir nicht kannten? Als wären wir gar nicht da. Oh, du hast zugehört? Ich hab da immer auf Durchzug geschaltet. Okay, dadurch, dass ich das Zeichen gesehen habe und alles drum und dran, muss ich es mir jetzt in dem Fall durchlesen. Okay, finde ich schon mal gut. Mhm. Dass man vielleicht halt einfach immer wieder den Spuren folgt, von ihm auch selbst, finde ich auch schon mal sehr, sehr gut. Das hätte vielleicht zu seiner Manifestation geführt. Möglicherweise. Aber es muss mehr dahinter stecken. Na, wir haben ja nur ein bisschen. Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Also, wenn er zufällig ein Rezept erlaubt für ein paar Trangeln, dann bin ich definitiv sehr erfreut, ich gell? Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Verbannerring? Heimsuchung, das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Sitzt. Da, ja, passt. Ich hab die ganze Zeit jetzt das depperte Haar gesehen gehabt. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat, die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin? Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Das ist aber anscheinend was ganz Besonderes, ha? Weißt du, was ich gerade nur so ein bisschen interessant finde, ist?
dass mir das so in der Richtung offengelegt wird. Ob das vielleicht sogar noch relevant werden könnte. Hört sich zwar jetzt extrem bescheuert an, aber kannst ja nie wissen. Du kannst nie wissen, ob die vielleicht sogar so dermaßen in eine Richtung gehen wollen mit diesen Komplexen und alles drum und dran. Oder ob ich mir einfach ein bisschen gerade zu viel erwarte. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr möglich sein, dass ich mir jetzt einfach gerade ein bisschen zu viel in der Richtung mir erwarten könnte. Weißt du noch, wie er dir plötzlich trug, um weiser und älter auszusehen? Ach, der wollte doch nur seinen Haarausfall verbergen. Aha, okay. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen auf Deppert gesagt. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Drei, vier, er steht schon vor der Tür. So erinnert mich das jetzt gerade, Alter, weil ich sehe so 13, 14, 15. Da vorne. Charles kommt hier, Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor. Ich suche nach dem Bibelspruch. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Hey, hey, hey. Nur verwirrtes Geschwafel, diese Notizen. Charles machte sich Sorgen um den Fluch, der die Träume der Siedler plagte. Wie bösartig ist dieser Fluch, dass er die Menschen in ihren Betten quält? Das ist nicht nur... Der Geist von Charles könnte uns Antworten geben. Wir sollten... Das ist nicht nur so ein deppertes Gelaber, nur ist drum und dran. Also warten wir vielleicht noch ganz kurz, vielleicht braucht das noch ein bisschen... Friedhof erforschen, auf dem er gefunden wurde. Ach so, okay. Immer da gehabt, wir können aber auch noch ein paar Sachen zusammenreimen oder irgendwas. Zeigen wir mal kurz die Welt her. Das könnte das ganze Gebiet dann noch sein. Ja, also dann wäre es definitiv sehr fett, weil da oben geht es definitiv noch. Was ich da so gesehen habe. Fix. Also Spielewelt definitiv richtig sexy. Was hast du denn da? Ein Laden, da haben wir das, da haben wir das. Au, oh, da können wir wenigstens was einkaufen. Spukermittlungen. Mhm. Ja. Ja. Also sie machen es jetzt in der Hinsicht jetzt nicht so extrem komplex, dass du jetzt sagst, du musst jetzt 120 Sachen zusammenreimen und alles drum und dran, sondern wirklich, dass du trotzdem so ein bisschen auf entspannt sagen kannst, okay, einmal das, einmal das. Vielleicht hat sie noch Informationen. Es tut mir leid, ich muss euch noch einmal stören. Wie kann ich helfen? Denk immer, die wird safe noch Informationen haben für uns. Wie geht es euch? Bei all dem, was passiert ist. All das scheint so unwirklich. Auch wieder ein Albtraum, aus dem ich nicht erwachen kann. Das scheint jetzt so. Aber das wird sich ändern. Versprochen. Gab es etwas, das ich hätte anders machen sollen? Habe ich ihn im Stich gelassen? Habe ich Charles enttäuscht? Nichts davon ist eure Schuld. Ich will nicht glauben, dass er tot ist. Er darf nicht fort sein. Ich erlaube nicht, dass er fort ist. Ihr leidet. Und das könnte ihn zurückgebracht haben. Ich erlaube es vielleicht nicht, geil. Er, weil ihr solchen Schmerz fühlt. Wie die Hase sagen. Na, die hat Quelix wieder zurückzukehren. Defibrillator, der schon zum 120. Mal. Steht noch immer nicht auf. Stinkt schon langsam ein bisschen. Hat der Fluch für Albträume gesorgt? Ja, ich hatte Albträume. Vermutlich hatten wir die alle. Charles warnte uns, dass etwas unsere Träume heimsucht, das uns benutzen will, dass wir mit der ganzen Macht Gottes bekämpfen müssen. Aber jetzt ist Charles weg und meine Albträume sind andere. Im Schlaf sehe ich meinen Mann schreiend in den Abgrund stürzen.
Alle hören ihn. Niemand reagiert. Er stürzt tiefer in den bodenlosen Abgrund. Okay, das klingt definitiv überhaupt nicht gut. Zum Friedhof. Oh, interessante Träume, was die nette Dame hat. Sehr, sehr nett. Also, ich würde mal sagen, sie heute braucht definitiv einen Psychiater. Danke. Oh, ja, die ein oder andere schaut dir. Kann man sie definitiv mal gönnen. Was werdet ihr für meinen Charles tun? Wenn er da ist, finden wir ihn. Dann fragen wir ihn, was er von uns will. Muss ich ihn auch sehen? Zuerst müssen wir rausfinden, was passiert ist. Ja. Danach werden wir sehen. Dann fangen wir besser an. Die Zeit könnte unsere Feindin sein. Wer weiß, wie überhaupt die Leiche ausschaut und das Ganze. Wer weiß, wer weiß. Das könnte scheiße werden. Muss ich mir um dich Sorgen machen? Höchstwahrscheinlich. Aber ich werde meine Arbeit trotzdem machen. Wir sind hier, um Charles zu helfen. Also werden wir das auch tun. Ich glaube, wir wissen schon mal, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich werde zum Friedhof gehen und das Gleiche tun. Sei vorsichtig. Ja, du auch. Kann ich jetzt einkaufen, gell? Also, wenn ich das schon so sehe mit dem Laden und alles drum und dran. Ich glaube, hoppala. So eins zu viel. Muss ich jetzt einmal ganz kurz da mal vorbeischauen. Safe. Wieso hat sie jetzt schon die Waffen in der Hand? Irgendwie seltsam. Irgendwie sehr, sehr verdächtig, dass sie jetzt schon die Waffen in der Hand hat. Warte mal, Alter, warte mal, das gibt's ja nicht. Übermütiges Fuck. Müsste sogar in die Richtung. Ah, das ist praktisch. Hey, Chefe. Sag gewarnt. Ich brauche nur zu schreien. Und im Nu kommt Hilfe. Okay. Beruhigt euch, Herr. Antea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, natürlich. Es tut mir so leid. Oh. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid. Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der in diesem Verbrecher was ist und darauf brennt, woanders zu sein. Erzählt mir doch bitte von dem Fluch. Ich sage euch eins, wer dem Fluch zu trotzen wagt, ist wahrhaft mutig und, wie ich fürchte, töricht. Und lebensmüde. Mein Metier, Herr, und um es auszuführen, brauche ich Einzelheiten, wenn's beliebt. Ein Verbanner muss Kettchen tragen. Schmuckstücke meine ich, Talismane. Wenn ihr zu viele davon habt, befreie ich euch gern von eurer Last. Was ich im Moment brauche, sind Informationen über den Fluch. Was habt ihr gesehen, das mir bei meiner Arbeit helfen könnte? Ich habe Hungersnot gesehen. Wahnsinn. Den Schatten des frühen Todes. Und das Wetter. So viel Wetter. Nun ja, das war alles nicht neu für mich, aber ich habe es noch nie auf einmal gesehen. Aber es schmeckt heute nicht gut. Er war's nicht. Alles zur gleichen Zeit. Schmeckt mir halt nicht. Ich hab's aber trotzdem gerade genossen. Und warten auf Anweisungen. Eigentlich warten sie auf den Tod. Sie alle sind zukünftige Geister. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie noch okay. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Immerhin, also... Und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde?
Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. Ah, stimmt auch wieder. So ja. Sieht es aus. Ja. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Was kommt Timer, oder was? Das kann ich nicht, du Fui-Trottel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber solange du nicht gehst, ist alles okay. Ihr wollt die Stadt verlassen? So schnell wie möglich. Seid ihr mit dem Schiff gekommen? Ja. Eins ankert in der Bucht. Vielleicht könnte der Kapitän mich und meine Waren in Sicherheit bringen. Nein, wir brauchen die Waren. Die Mannschaft hat sich geweigert anzulegen. Und ich vermute, dass sie bei der nächsten Flut auslaufen werden. Wir sind selbst an Land gerudert. Darf ich fragen, wo ihr das Ruderboot gelassen habt? An einem Küstenweg. Bekannt für seine bösen Schemen und blutigen Lachen. Du hättest nichts gesagt. Und hoffentlich schwimmen eure Waren, wenn ihr die Reise machen wollt. Hättest vielleicht trotzdem nichts sagen dürfen. Die meisten meiner Waren sind bereits verpackt. Action-RPG. Aber ein Geschäft Action-RPG. Ich glaube, in die Richtung kann man es orientieren. Definitiv. Hat aber auch natürlich einen Touch von Souls-like mit Lebensbalken, mit Ausweichen, mit Bosskämpfen und alles drum und dran. Also es gibt schon definitiv auch ein bisschen, wo man sagen kann, man hat ein bisschen was zum Tun. Okay, wir haben ein bisschen Geld hätten wir. Gibt es doch irgendwas, was man relativ gut verkaufen lässt? Oder in der Hinsicht würde ich vielleicht sogar eher lieber ein bisschen warten. Ja. Ich warte noch ein bisschen, ist sicherer. Nicht, dass ich jetzt unnötig halt einfach Sachen kaufe, wo ich dann ums Eck oder wieder 120.000 von den Dingern kriege. Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Besser vielleicht noch nicht ausgehen. Aber hauptsächlich eigentlich eher mehr Richtung Geschichte. Definitiv. Also die gehen da schon eher mehr in die Richtung RPG und alles drum und dran, dass du auch wirklich in der Hinsicht auch ein Rollenspiel spielst. Fühlt sich aber auch wie ein Souls-like-Game so ein bisschen an. Also ich weiß nicht, vielleicht weil ich einfach schon in letzter Zeit viel zu viele Souls-like-Spiele gespielt habe, aber mir kommt es irgendwie ein bisschen komisch vor. In der Richtung. Das ist so quasi ein sehr, also eine, ich will jetzt nicht sagen, eine Hardcore-Light-Version von Wish bestellte Souls-like-Version kriegst, aber ich kann mir schon relativ auch vorstellen, dass es mal auch relativ knackig werden kann. Ein paar Bosskämpfe und alles drum und dran. Weil wenn ich mir das da so anschaue, mit Ausweichen, alles drum und dran, mit mehrere Gegner gleichzeitig, dann kann das schon mal definitiv was werden. Mit Blocken auch noch. Okay, Blocken kann ich schon einmal. Ah, wichtig und richtig. Ja, gefällt mir. What? Beweg dich. Und feuer ein bisschen. Ja, moin. Richtig schön eskaliert. Bist du deppert. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Das sind alle im Kampf gefallen. So schaut's aus. Man könnte eigentlich quasi eigentlich hauptsächlich eher sagen, ein RPG Souls-like. Rollenspiel, irgendwas in der Richtung. Ja, aber es wird ja, glaube ich, eher in die Richtung zugeordnet auf Action-RPG. Müsstest aber quasi mal im Internet nachschauen, was das für ein Genre ganz genau ist. Aber ich glaube normalerweise entweder Action-Rollenspiel, also Action-RPG, oder vielleicht sogar, dass man sagt, Action-Adventure oder irgendwas in der Richtung. Das glaube ich vielleicht sogar fast dann doch eher noch. Du hast Sammelgegenstände. Oh. Leicht schon der Haberer. Da passt irgendwas nicht. Irgendwas ist in der Nähe. Und du hast halt natürlich deine Open World. Also, oder quasi eine gewisse Art von Open World hast du. Weil du hast quasi so eine Karte, wo du dann auch nachschauen kannst, wo du bist und alles drum und dran. Und ich habe so das Gefühl, dass das Gebiet relativ groß werden könnte. Also ich rechne schon einmal damit, dass allein schon der ganze fette Bereich da definitiv eingenommen wird. Nur von der Karte her. Safe. Das kann ich mir relativ gut vorstellen. Und was ich aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass
sind die Macher von den Life is Strange. Also dementsprechend, boah, finde ich schön, dass sie jetzt auch schon mal mittlerweile das Budget dafür haben, dass sie sogar die Spiele schon auf Deutsch rausbringen. Und das mag ich, das feiere ich. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Also umso größer das Mal, umso besser. Würde ich jetzt einmal behaupten. Mal abwarten. Ich könnte mir das relativ gut jetzt in der Richtung vorstellen. Da gehe ich jetzt einmal zum Schluss hin. Das will ich mir jetzt noch nicht anschauen. Sicher ist sicher. Du meinst eher so, dass ich so richtig schön hart eine auf die Fresse krieg? Naja, wenig. Naja, mal abwarten, wie die Bosskämpfe sein werden. Das würde ich eher mal sagen. Abwarten, wie die Bosskämpfe sein werden. Weil es könnte schon gut möglich sein, dass ich auch richtig hart eine auf die Fresse krieg, wenn ich nicht gescheit aufpasse. Also, ich will jetzt nicht verneinen, dass das Spiel jetzt nicht schwer sein könnte, weil du hast sogar gleich 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und da muss ich aber auch wieder sagen, Hut ab! Hut ab! Gleich mal 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade raushauen. Echt nicht schlecht. Normalerweise oder für einen höheren Schwierigkeitsgrad wie bei Yakuza musst du extra 22er. Na, schon mit Emotionen neues drum und dran. Du merkst halt einfach nur quasi irgendwie so, manchmal sind die ein bisschen zu steif, die was reden. Weißt du, was ich meine? Die Synchronstimmen. Die sind mir ab und zu so ein bisschen zu steif. Da weiß ich, da geht ein bisschen mehr.